Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und das Thema heute sind die Harnischwälse. Und dazu haben wir am Telefon Ingo Seidel. Hallo Ingo. Hallo Olli. Ingo, erstmal ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du? Wie lange bist du schon mit der Aquaristik verheiratet? Also ich bin 51 Jahre und ja, seit etwa 35 Jahren beschäftige ich mich so ein bisschen mit Fischen. Anfänglich noch den gering, aber dann irgendwann ist es dann zu meinem Beruf geworden. Das heißt Beruf, was machst du da jetzt? Also ich habe ursprünglich nach der Schule eine Weile als Programmierer gearbeitet. Aber ich habe jetzt in den Zierfischgroßhandel gewechselt vor 15 Jahren und arbeite im Zierfischgroßhandel bei der Firma Aqua Global. Und warum ist dein Spezialthema gerade der Harnischwälz? Ja, also eigentlich sind es die südamerikanischen Wälse allgemein oder Wälse allgemein. Aber am intensivsten habe ich mich mit den Harnischwälzen beschäftigt, weil es für mich die faszinierendste Gruppe der Wälse darstellt. Das musst du uns ja ein bisschen erklären. Fangen wir doch erstmal vorne an. Was genau ist denn ein Harnischwälz? Also Harnischwälze sind nur in Südamerika auf dem Kontinent verbreitet, haben dort eine unglaubliche Artenfülle ausgebildet. Es gibt so an die 1000, also bald an die 1000 beschriebene Arten. Und das nur auf diesem einen Kontinent. Und die haben die unterschiedlichsten ökologischen Nischen haben sie sich erworben. Sie sind gekennzeichnet dadurch, dass sie halt auf der Bauchseite ihr Maul haben und dass ihr Körper mit Knochenplatten bedeckt ist. Das hört sich ja sehr archaisch an. Ist das so eine Art Urfisch? Naja, es gibt relativ alte Harnischwälse, aber so wie die jetzt existieren, ist diese Gruppe also eigentlich noch relativ jung. Es gibt sehr viele, gerade in letzter Zeit hat sich da sehr, sehr viel getan. Die Evolution ist da im vollen Gange und durch die Abspaltung der Lebensräume kommt es halt zu dieser wahnsinnigen Diversität an Arten, die wir heute kennen. Wie groß und wie alt wird so ein Harnischwälz? Ja, Größe und Alter ist extrem unterschiedlich. Ich sagte ja, es gibt über 1000 Arten, also 1000 beschriebene und dann noch eine ganze Reihe unbeschriebene Arten. Und da geht es also los vom kleinen Orgitasaugwels, der nur etwa 2,5 Zentimeter groß ist, bis hin zu Elfenwelsen, Acanthicus, die etwa 1,50 Meter Länge haben. Das ist dann schon ganz, ganz ordentlich. Und dementsprechend kann man auch über das Alter nicht genaues sagen. Aber ich schätze so, dass die großen Harnischwälse durchaus so etwa 25, vielleicht sogar 30 Jahre alt werden können. Das haben also auch schon erste Ergebnisse so von der Aquarienhaltung gezeigt, dass die doch ein ganz hohes Alter erreichen können, wenn man sie vernünftig pflegt. Stichwort Aquarienhaltung. Kann ich einen Harnischwälz denn ganz einfach halten? Ist das eher ein Anfängerfisch? Naja, da gibt es auch nicht den Harnischwälz. Es gibt sehr einfach zu pflegende Harnischwälze und dann gibt es sehr spezialisierte Arten, teilweise Arten, die ganz spezielles Futter benötigen, die beispielsweise Aufwuchsfresser sind oder Arten, die an bestimmte Wasserwerte angepasst sind, an sehr weiches, saures Wasser. Das sind dann natürlich nicht einfache Pfleglinge. Aber dann gibt es halt auch einfache, die halt fast kaum tot zu bekommen sind und die sich auch durchaus für den Anfänger sehr gut eignen. Zum Beispiel? Ja, die Schilderwälse zum Beispiel, die Hypostomus-Arten oder viele Anzistrus, die sind doch sehr einfach zu pflegen im Aquarium. Es gibt darunter auch durchaus kleinbleibende Arten, die sich auch für kleinere Anfänger-Aquarien eignen. Ja, und je kleiner die Fische dann häufig sind oder je skurriler, desto schwieriger ist es manchmal, sie zu pflegen. Ja.
Was treten denn da für Schwierigkeiten auf zum Beispiel? Ja, bei diesen ganz kleinen Orgelversorgwelsen zum Beispiel oder gerade bei Aufwuchsfressern ist es halt so, dass die kaum Hungerphasen vertragen. Das heißt, die brauchen regelmäßig Futter, brauchen auch spezielles Futter. Die Aufwuchsfresser zum Beispiel sind halt, die nagen halt die Algen und den Aufwuchs von den Steinen ab. Mit welchen anderen Fischen kann ich denn die Harnischwelse oder überhaupt diese Welse zusammenhalten? Ja, wenn man sich die richtigen Arten raussucht, hat man da ein sehr breites Spektrum. Also es gibt Arten, die lassen sich auch mit asiatischen Fischen, mit Bärblingen, Schmerlen oder anderen Fischen vergesellschaften. Also da gibt es eigentlich kaum Grenzen. Es gibt sogar so robuste Fische, die sich halt mit aggressiveren Buntbarschen gemeinsam pflegen lassen, die halt durch ihre dicke Panzerung dem halt auch ganz gut widerstehen. Also da kann man auch nichts verallgemeinern. Es kommt halt immer auf die Arten drauf an, mit denen man vergesellschaften will und welche Arten man sich bei den Harnischwelsen raussucht. Da gibt es aber diverse Möglichkeiten. Gibt es denn auch besondere Anforderungen an das Aquarium selber? Ja, natürlich. Aber auch da ist es nichts Allgemeines, was man sagen kann, weil die Ansprüche der Arten ja auch schon so unterschiedlich sind. Es gibt Arten beispielsweise, die also im äußersten Süden Südamerikas vorkommen, wo schon relativ kühles Klima während der Wintermonate herrscht. Dann gibt es viele tropische Arten, die halt es ganzjährig sehr warm mögen. Es gibt Arten, die in stehenden und zu bestimmten Zeiten sauerstoffarmen Gewässern vorkommen, die das problemlos überstehen und da angepasst sind. Und dann wiederum andere, die in Stromschnellen in sehr sauerstoffreichem Wasser leben und dementsprechend halt auch höhere Anforderungen an den Sauerstoffgehalt des Wassers haben. Ja, das ist alles so ein bisschen vorher zu bedenken, bevor man sich solche Tiere anschafft. Und wenn man halt ein kleineres Aquarium zur Verfügung hat, dann sucht man sich nach Möglichkeit halt die kleineren Tiere aus. Je nachdem, wie dann die Fischgesellschaft drumherum ist, da kann man sich halt auch dann geeignete Tiere aussuchen. Kann man auch noch was zu den Kosten sagen? Was kostet so ein Harnischwels in der Anwendung, in der Anschaffung so ungefähr? Ja, das geht ja so mit etwa 2 bis 3 Euro beim Orgittersorgwels los. Und nach oben hin sind fast keine Grenzen gesetzt. Also es gibt doch durchaus Harnischwelse, die im Zoofachhandel 500 Euro kosten. Da ist also alles dazwischen drin, ne? Sind das denn alles Wildfänge oder Nachzüchtungen, die ich hier erstehen kann? Da gibt es beides. Also es gibt schon eine ganze Reihe von Arten, die gezüchtet werden. Aber es gibt auch noch eine ganze Reihe, die halt vorwiegend als Wildfänge hereinkommen. Bei den am häufigsten im Zoofachhandel zu erhaltenen Arten, wie zum Beispiel den kleinen Ohrgittersaugwelsen, den Otocinclus, ist es so, die wären durchaus auch vermehrbar, aber da sie halt in großer Anzahl auch in ihren Heimatgebieten gefangen werden können und einfach zu fangen und zu versenden sind sie halt auch relativ preiswert. Insofern lohnt sich die Zucht für den Züchter nicht so sehr. Und deswegen werden solche Fische dann auch als Wildfänge eingeführt. Aber das muss man nicht unbedingt sehr kritisch betrachten, weil zum einen diese Harnischwelse nur bestimmte Fangsaison haben. Die werden halt meistens zur Trockenzeit gefangen, wenn der Wasserstand niedrig ist. Und dann muss man auch bedenken, dass dort viele Leute in ihren Lebensräumen dort damit ihr Brot verdienen, diese Tiere zu fangen. Und man kann Harnischwelse durch den Fischfang, da sie halt auch versteckt in Höhlen leben, halt nicht in der Natur ausrotten. Und im Gegenteil erzieht man eigentlich die Menschen, die am Fluss leben, dadurch, dass sie mit den Fischfängern einen Broterwerb haben, auch dazu, ihre Umwelt zu schützen. Andernfalls müssten sie ja irgendwas anderes
als Beruf machen, Goldschürfen oder irgendwas anbauen auf Feldern, wo sie vielleicht den Regenwald für roden müssen. Also insofern ist der Export von Wildfängen dort aus Südamerika nicht unbedingt etwas, was man nur schlecht betrachten sollte. Ingo, wenn ich mich jetzt für die Harnischwelse interessiere, gibt es da Webseiten, die du empfehlen kannst, vielleicht auch eine eigene oder ähnliches? Eine eigene Webseite habe ich nicht, aber gerade wenn man sich für diese vielen bunten Elwelse interessiert, kann ich zum Beispiel die Webseite elwelse.com empfehlen. Dort kann man sehr viele Informationen über die meisten Elwelse erhalten, viele schöne Bilder, wie groß die Tiere werden, wo sie herkommen, was sie fressen. Das erfährt man dort alles. Es gibt schon eine Reihe von Homepages, die ganz brauchbar sind. Ingo Seidel zu dem schönen Thema Harnischwelse. Vielen Dank für das spannende Interview. Alles klar, danke auch. Ciao. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.